Zack. Und hier beginnt der Tunnel. Oh, ein paar Flints sind gar nicht mal unpraktisch. Die kann ich gebrauchen. So, alle 6 Felder habe ich eine Powered Rail gestellt. 1, 2, 3. 3. Da ist das hier das Zentrum. Dann ist hier eine Powered Rail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dann 1, 2, 3. Oh Gott, wie mache ich das jetzt mit der Kurve am besten? Ja, machen wir es so. Dann geht es hier direkt rum. Dann hacke ich hier erstmal eine kleine Lücke rein und fange gleich wieder an zu zählen. So. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sehr schön. Gut. Passt. So, 5. Oh Mann, und ich habe nichts zu erzählen, um die Spannung, die hier aufkommt, nochmal zu steigern. Es tut mir extrem leid. Das war ja auch wieder eine relativ spontane Aufnahme heute. War eigentlich gar nicht geplant, dass ich aufnehme, nachdem ich gestern so fertig war. So, erstmal eine Fackel auf den Boden stellen, damit mir dort nichts reinrennt. Dann ein Crafting Table. Und eine Kiste. Oh, wie viel Cobblestone ich schon wieder ab. So. Aua, da gibt's das Näschen. Welchen Tag habe ich heute eigentlich? Ganz ehrlich, welchen Tag haben wir heute? Sonntag. Okay. Was mache ich morgen? Mal wieder ins Fitness gehen. Tatsächlich. War jetzt schon eine Ewigkeit nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, es hat sogar gepasst. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. War ja gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr im Fitness. Halt mal. Weil ich weil ich ja erkältet war. -98 brauche ich. Ich mache es jetzt erstmal ganz einfach und hack mich bis zu -98 vor. Und das kann dauern. Warum höre ich hier schon wieder Zombies? Hier ist doch irgendwo eine Höhle in der Nähe. Ah, ist das vielleicht die Höhle, die wir
angebohrt haben bei unserem ersten Versuch, die U-Bahn zu bauen. Wir haben ja bei unserem U-Bahn-Bau in Richtung Heimatwelt so eine kleine Höhle mit See angeschnitten. Könnte sein, dass das gleich die Höhle ist, wo ich den... Obwohl, nee, wenn wir bei X-98 sind, ist es noch lange nicht die Höhle. Sind es halt echt jetzt noch 200 Blöcke, die ich mich hier in den Berg reinhacken muss, beziehungsweise in den Boden? Kann ich eigentlich gar nicht glauben. Und da höre ich schon die ersten Fledermäuschen. So, gleich geht mir auch meine Spitzhacke flöten. Da ist Sand. Dann baue ich hier mal Sperrerde rein. Ja. Genau deswegen. Wo grabe ich mich jetzt hier durch? Oh! Lol, der See ist ja noch tiefer. Tatsache, ich bin erst hier. Verrückt. Dass der See halt noch tiefer ist, ne? So, da mal wieder ein bisschen Luft holen. 3, 4. Und so wird es ab jetzt wahrscheinlich aussehen. Ich werde versuchen, mich zu ertrinken, während ich unsere U-Bahn baue. Eigentlich müsste ich eher erfrieren hier. Ich baue das erstmal mit Holz, weil Holz eine quasi unendliche Ressource ist, die wir hier haben. Au. 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 Also ich will jetzt ja erstmal den Schacht bauen. Und dann alles andere ausbauen. Oh Mann, das wird jetzt anstrengend. Luft. Au. 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 Er hat halt echt nicht gedacht, dass der See hier vielleicht noch tiefer ist. Geschweige denn, dass wir durch den See hier kommen. Vielleicht sollte ich das doch gleich mit Glas verkleiden. Aber scheiß drauf. Wie
Wieso strömt hier immer noch Wasser rein? Ich versuche mal den Gang abzuschließen. Vielleicht kriege ich dadurch das Wasser da raus. Ich mache jetzt eins. Ich lege den Gang mit dem Wassereimer trocken. So. Oh Gott. Ja, was soll werden, ne? So. Das letzte bisschen Wasser auch noch verbannen. Um Gottes Willen, das wird mega ätzend. Okay, aber dann weiß ich jetzt ungefähr, wie ich das machen muss. Also erstmal wird hier der Weg fertig gebaut. Au. 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 Kurz heilen und wieder runter. Oh, meine Fresse. Ich hatte schon gedacht, es kann nicht noch anstrengender werden, so eine verfickte U-Bahn zu bauen. Das ist wieder sowas, man fordert das Karma heraus. Und denkt sich so, okay, kann ja funktionieren. Und das Karma so, nö. Just no. Jetzt mal hier ins Internet schnell rein. So. Und wieder hoch. So, und wieder runter. Ah, kein Holz mehr. So, und das müssen wir halt später nochmal alles abreißen, das ganze Holzgedöns hier. Das will ich alles noch durch Glas ersetzen, aber ich habe gerade kein Glas dabei und ich habe, glaube ich, auch keins wirklich auf Vorrat. Will man halt nicht so elendig langsam hier runter segeln, ne?
Und würde das Abbauen unter Wasser auch ein bisschen schneller gehen. Warum will ich das gleich nochmal machen? Ich weiß es nicht. Habe ich noch Bone? Ja. Die stehen zu nah beisammen. Okay. Sehr schön. Gut, dann liefere ich jetzt nochmal eben mein Zeug an unseren Posten hier. Und dann würde ich die Aufnahme an der Stelle auch mal beenden. Weil ich habe ja jetzt theoretisch noch zu tun, ja schon, aber 5 Minuten, ganz ehrlich, nee. Gut, dann kann das hier aus. Ach komm, doch, die 5 Minuten nutze ich nochmal, um Papier zu produzieren, um es dem Villager zu verkaufen. Und dieses Huhn, ne? Das ist, glaube ich, immer noch das ausgebüxte Huhn. Der Villager. Wo sind die Villager hin? Na, das hier nicht. Zack. 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 Das kann hier... Nein. Das kann hier rein. Das Papier nehme ich auch nochmal mit. Okay, du bist der Falsche. Du bist der Richtige. Sehr schön. Und für 3 willst du mir ein Bücherregal verkaufen. Alles klar. Ah, jetzt hat er auch neue Angebote, oder? Ja. Ein beschriebenes Buch für ein Emerald. Joa. Hört sich doch auch nicht schlecht an. Na, du kleine Sau. Der steht dir recht. Arschlochhund. Na? Ja, ich muss hier raus. Guck mich nicht so blöd an. Gut, dann ja, würde ich mich jetzt an der Stelle bei euch... Was habe ich dort in der Kiste drin? Oh, immer noch Sand und Sandstein. Cool. Ja, dann würde ich mich jetzt an der Stelle bei euch bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.